In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie und unter welche Voraussetzungen Ebenen in Parameterform aufgestellt werden können. Bevor wir zu den Voraussetzungen gehen, unter denen man eine Ebene in Parameterform aufstellen kann, will ich euch kurz den Aufbau dieser Parametergleichung zeigen. Das ist eine Ebene in Parameterform oder das ist eine Parametergleichung. Vorne sehen wir ein E, das ist der Name der Ebene, kann auch E, F, H heißen, wie auch immer. Dieser Vektor x hier steht stellvertretend für den allgemeinen Punkt der Ebene, also kurz gesagt stellvertretend für x1, x2 und x3, gefolgt von einem alleinstehenden Vektor, das ist der sogenannte Stützvektor, und den kann man sich abstrakt auch als Stützpunkt vorstellen, ist eigentlich in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ortsvektor, also ein Verbindungsvektor zu Koordinatenursprung, gefolgt von zwei Spannvektoren, die sozusagen die Ebene aufspannen. Allerdings sind das ganz normale Richtungsvektoren. Und die letzten zwei Buchstaben sind natürlich die zwei Parameter, in diesem Fall T und S, aber natürlich können auch andere Buchstaben vorkommen. Und es sind die Namensgeber. Das bedeutet, wegen dieser Parameter heißt diese Form auch Parameterform. Wenn man sich eine Ebene in Parameterform abstrakt vorstellen möchte, kann man das wie folgt machen. Also der Stützvektor ist als ein Punkt anzusehen, deshalb auch Stützpunkt. Und von diesem Punkt aus gehen zwei Richtungs- oder Spannvektoren aus und die spannen dann die Ebene auf. Natürlich ist die Ebene unendlich groß, aber so kann man sich das Ganze abstrakt vorstellen. Also die besteht aus einem Stütz- und zwei Richtungsvektoren. Prinzipiell gibt es vier verschiedene Fälle, die die Voraussetzungen erfüllen, um eine Parameterform aufzustellen. Wir werden uns jetzt anhand von verschiedenen Beispielaufgaben diese vier Fälle anschauen. Als erstes Fall 1. Und das ist auch der häufigste Fall, wenn drei Punkte gegeben sind. Eine passende Aufgabenstellung dazu könnte lauten, gegeben sind drei Punkte A, B und C, die nicht auf einer Geraden liegen. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass sie eine Ebene bilden. Und unser Ziel ist, eine Ebenengleichung aufzustellen. Bevor wir zu der Rechnung gehen, können wir uns das Ganze zuerst bildlich vorstellen. Also, wir haben drei Punkte im Raum, Punkt A, Punkt B und Punkt C, die nicht auf einer Gerade liegen. Und wie bereits vorher besprochen, brauchen wir einen Stütz- und zwei Spannvektoren. Also, wir können Punkt A als Stützvektor wählen. Nun können wir zwei Verbindungs- oder Spannvektoren bilden, einmal AB und einmal AC. Dadurch spannen wir die gesuchte Ebene auf. Rechnerisch sieht das Ganze so aus. Ebene E, Vektor x ist gleich. Als Stützvektor, haben wir bereits gesagt, wählen wir Punkt A. Und das ist ja nichts anderes als ein Ortsvektor. Als erster Richtungsvektor bilden wir den Vektor AB. Das bedeutet B minus A. Also minus 1, minus 2 sind minus 3. 4 minus minus 3 sind 7. 2 minus 1 sind 1. Und zuletzt noch den letzten Richtungsvektor, AC, also C minus A, 5 minus 2 sind 3, 2 minus minus 3 sind 5 und minus 3 minus 1 sind minus 4. Also, nur kurz zur Übersicht, der Stützvektor war unser Punkt A, der erste Richtungsvektor war der Verbindungsvektor AB, also B minus A, und der zweite Richtungsvektor war AC, kurz gesagt C minus A. So einfach ist es, eine Ebene in Parameterform aufzustellen. In unserem zweiten Fall sind eine Gerade und ein Punkt gegeben. Also die Aufgabenstellung könnte wie folgt lauten. Gegeben ist die Gerade G und ein Punkt A, was nicht auf G liegt. Natürlich ist das die Voraussetzung, dass man eine Ebene aufspannen kann. Wir sollen wieder die Ebenengleichung vorstellen. Genauso wie vorher. Versuchen wir uns das Ganze erstmal anhand einer Planskizze vorzustellen. Also, wir haben eine Gerade G. Sie besteht aus einem Stützvektor oder Stützpunkt, den nenne ich jetzt P. Also, das hier wäre der Ortsvektor zu P. Und ein Richtungsvektor, den bezeichnen wir als Richtungsvektor R. Das ist dieser hier. Und dann haben wir noch einen Punkt A, was nicht auf dieser Geraden liegt.
Also, für unsere Ebene haben wir bereits einen Stützvektor, das ist p, und den ersten Richtungsvektor, das können wir von der Geradengleichung klauen, also dieses Vektor r. Was wir noch brauchen, ist ein zweiter Richtungsvektor. Und den können wir hier bilden, zwischen Stützvektor und Punkt a. Also kurz gesagt, der Verbindungsvektor oder Richtungsvektor pa. Rechnerisch sieht das Ganze wie folgt aus. Also Vektor x ist gleich, wie bereits erwähnt, wir nehmen den Stützvektor der Geraden als Stützvektor für unsere Ebene, also 1, minus 2 und 0, plus t mal den ersten Richtungsvektor ist der Richtungsvektor der Geraden, 2, 5, 1. Und am Ende bilden wir noch den Verbindungsvektor zwischen p und a. Das bedeutet nichts anderes als a minus p. Also 2 minus 1 sind 1. Minus 3 minus minus 2 sind minus 1 und 1 minus 0 sind natürlich 1. Also wieder zur Übersicht. Das hier am Anfang ist nichts anderes als die Gerade g und der hintere Vektor ist der Vektor pa oder kurz gesagt a minus p. In unserem dritten Fall haben wir zwei Geraden, die sich schneiden. Die passende Aufgabenstellung dazu könnte wie folgt lauten. Gegeben sind zwei Geraden g und h, die sich natürlich schneiden. Wir sollen eine Ebenengleichung aufstellen. Natürlich versuchen wir wieder zuerst, uns das Ganze grafisch vorzustellen, anhand einer Planskizze. Also, das ist beispielsweise die Gerade g und das ist die Gerade h. Sie schneiden sich im Punkt s. Und natürlich besitzt jeder dieser Geraden einen Stütz- und einen Richtungsvektor. Für g wähle ich p als Stützpunkt, das ist dieser hier, als Ortsvektor dargestellt. Und der Richtungsvektor heißt beispielsweise u, das ist natürlich dieser Vektor hier. Und für h nehme ich q als Stützpunkt und v als Richtungsvektor. So, das erste Problem, was sich hier gibt, ist, was wählen wir denn als Stützvektor für unsere Ebene? Naja, wenn man den Schnittpunkt bereits bestimmt hat, dann kann man natürlich auch den Schnittpunkt als Stützvektor wählen für die Ebene. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich irgendeiner dieser zwei Punkte auswählen, also diese zwei Stützvektoren der beiden Geraden, und als Stützvektor für unsere Ebene benutzen. Ich entscheide mich jetzt für p, also für den Stützvektor der Geraden g. Dann sieht das Ganze rechnerisch wie folgt aus. Die Ebene e mit dem Stützvektor 1, minus 2, 0 von der Geraden g geklaut, plus den ersten Richtungsvektor, das ist natürlich wieder Vektor u von der Geraden g, 2, 5, 1. Und als zweiter Richtungsvektor wähle ich v, das ist der Richtungsvektor der Geraden h, also 1, 2, minus 2. Kurz zur Übersicht. Am Anfang haben wir eigentlich die Gerade g komplett übernommen. Und am Ende haben wir von Geraden h nur den Richtungsvektor übernommen. In unserem vierten und natürlich letzten Fall haben wir zwei Geraden, die zueinander parallel sind. Die Aufgabenstellung könnte wie folgt lauten. Gegeben sind zwei Geraden g und h, die parallel sind. Und wir sollen eine Ebenengleichung aufstellen. Wir versuchen uns als erstes, wie das Ganze grafisch vorzustellen. Also, das ist eine Gerade g. Und das ist die Gerade h, die dazu parallel ist. Jeder Gerade besitzt natürlich einen Stützpunkt. Ich wähle für g wieder p und als Richtungsvektor wieder u. Also das ist p und das ist u. Und für h wähle ich als Stützpunkt q und als Richtungsvektor wieder v. Also das ist q und das ist v. So. Was wählen wir als Stützvektor für unsere Ebene? Zum Auswahl stehen entweder p oder q. Ich entscheide mich jetzt für p. Das bedeutet, mein erster Richtungsvektor ist auch der Richtungsvektor u. Allerdings können wir v nicht gebrauchen, weil die Geraden parallel sind. Es sind u und v entweder gleich oder Vielfache. Deswegen müssen wir hier an dieser Stelle zwischen den beiden Stützpunkten einen weiteren Verbindungs- oder Richtungsvektor bilden. Kurz gesagt, rechnerisch sieht es so aus. Wir haben Vektor x. Ich nehme dann praktisch von der Geraden g den Stützvektor und auch gleichzeitig den ersten Richtungsvektor.
Und um den zweiten Richtungsvektor zu bestimmen, muss ich einfach die zwei Stützpunkte voneinander abziehen. Kurz gesagt, q minus p. Also 1 minus 1 ist 0, 3 minus minus 2 sind 5 und 5 minus 0 sind natürlich 5. Zur Übersicht, das war vollständig die gerade g und das war hier einfach nur q minus p. Das waren die vier Fälle. Zum Schluss noch ein paar kurze Hinweise. Diese Parameterform ist leider sehr umständlich für weiterführende Rechnungen. Allerdings ist es auch ein notwendiges Übel, weil viele anwendungsorientierte Aufgaben in erster Reihe diese Form verlangen. Die gute Nachricht ist, man kann sehr schnell in eine Koordinatenform umformen. Aber das ist Teil eines anderen Tutorials. Ich werde gleich die Infokarte dafür einblenden, sonst durchsucht einfach die Playlist, dann werdet ihr auch noch fündig.